Großkotzig saß gestern die Co-Vorsitzende der CDU, Karin Prien, bei Markus Lanz. Trotz täglicher Horrormeldungen über Vergewaltigungen, Messerdelikte und andere schwerste Straftaten durch Migranten, saß Karin Prien da und hat nochmal beteuert, nein, eine Zusammenarbeit mit der AfD gibt es nicht. Wir versuchen lieber mit irgendwelchen linken Parteien, die eigentlich abgewählt wurden, irgendwie eine Regierung zusammenzuschustern und missachten einfach mal den Wählerwillen. Aber sollte nicht gerade diese CDU, die diese ganzen Zustände verursacht hat, demütig vor den Bürger treten und sagen, lieber Bürger, wir haben diese Situation verursacht, wir tun jetzt alles dafür, diese Situation wieder zu verbessern. Ach was, wo kommen wir denn da hin, wenn wir plötzlich die Interessen des Volkes vor unsere Parteiinteressen stellen? Bilden wir doch lieber mit den anderen Kartellparteien ein Kartell gegen die AfD und deshalb Kartellparteien. Und auch die Kartellmedien, allen voran der öffentlich-rechtliche Rundfunk, haben in den letzten Jahren versucht, diese ganzen Vorgänge rund um Islamisierung und migrantische Gewalt herunterzuspielen und alle als rechtsradikal zu framen, die darauf hingewiesen haben. Und jetzt stellen sich die CDU-Apparatschiks vor jede Fernsehkamera und erzählen, was wir müssen, wir sollen, wir fordern. Und ja, schaut euch mal an, wie die CDU so regiert in vielen Bundesländern, dann wisst ihr, das ist alles nur heiße Luft. Und trotz eines Zuspruchs von über 30% in Thüringen und in Sachsen wird die AfD einfach mal ausgeschlossen von unseren Musterdemokraten mit dem Argument, die sind ja nicht demokratisch. Mich würde jetzt mal interessieren, auf welche demokratischen Ideen die Kartellparteien kommen würden, falls die AfD in irgendeinem Bundesland die absolute Mehrheit erreichen würde. Zum Schluss gibt es noch einen Pulsbeschleuniger und echten Qualitätsjournalismus, denn Dunja Halodri vom ZDF stellt wirklich die Frage, die ganz Deutschland interessiert. Herr Frey, bei all den Forderungen gibt es jetzt nicht wenige, die sagen, es gibt überhaupt keinen Unterschied mehr zu den Positionen der AfD. Wo unterscheiden Sie sich? Haben Sie heute vielleicht auch über Antiradikalisierungsprogramme gesprochen, über Entstigmatisierung und auch über Integration? Waren das Gedanken, die Sie heute auch besprochen haben?